Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die So machen wir das hier Box von Chase. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. So machen wir das hier von Chase. Es ist 8 Jahre her, mehr als 8 Jahre. Da kam das letzte Soloalbum von Chase auf Deutsch, nämlich Blut, Schweiß und Tränen aus dem Jahr 2009. Und jetzt im Jahr 2017 ist es endlich soweit. Das neue Release von Chase ist da. Das Ganze natürlich erschienen über Boss Music. Wir öffnen das Ganze mal, beziehungsweise machen mal vorab die Folie runter, in die die Box eingeschweißt ist. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an. So. Also, Chase, ja, eines der ersten Mitglieder, eines der Gründungsmitglieder von Boss Music, gemeinsam mit Azad. Jetzt schauen wir mal, nachdem er ja wieder zu Boss Music zurückgekehrt ist, hoffe ich, dass er diesmal ja länger bleibt, beziehungsweise für immer bleibt. So machen wir das hier. Boss Music 17, Chase. Chase lesen wir hier. In der Mitte natürlich das Logo von BM, Boss Music. Wir haben hier so einen schwarz-orangenen Hintergrund. Ja, kann man natürlich einiges reininterpretieren. Sieht aus wie Wand oder wie Farbe, die hier abblättert. Und hier auf dem Oberkörper von Chase interessante Bilder. Also auf den Armen unter anderem 500-Euro-Scheine, Patronenhülsen. Das dürfte ein Wohnblock, also Plattenbau sein. Also diverse Szenen, die sich auf seinem Körper abspielen. Die Unterseite zieht dieses Schwarz-Orange weiter. Rechts ebenso, oben glatt schwarz. Und auf der linken Seite, beziehungsweise auf der Rückseite, auf dem seitlichen Rücken haben wir SMWDH. Also so machen wir das hier. BM, Boss Music und dann hier noch die Credits und ein Barcode. Gut, dann kommen wir mal zum Inhalt. Also, das Ganze eine Clubbox. So geht das auf. Auch hier das schwarz-orangene Design. Wir haben als ersten Boxinhalt ein T-Shirt, ein Bonusalbum, das Vitamia Bonusalbum, das Album So machen wir das hier, ein weiteres Bonusalbum, das Verstehste Album, Sticker, 3 Sticker an der Zahl, Opa. Und ein Poster. Jetzt hätte die Box fast einen Abgang gemacht. Wir schauen nochmal, so sieht die Box von innen aus. Ebenfalls in schwarz gehalten das Ganze. Machen wir zu und dann beginnen wir mal mit dem Inhalt. Das T-Shirt, eingeschweißt in Plastik, befreien wir ebenfalls. Und die 3 Tonträger, die Alben natürlich auch entsprechend in Plastik. Das heißt, wir werden auch hier mal wieder vorab alles öffnen, damit wir dann wirklich in Ruhe eins nach dem anderen durchgehen können und nicht dauernd für das Öffnen unterbrechen müssen. So, etwas stürmisch. So, dann haben wir hier ebenfalls wieder oben zu öffnen. Und dann noch das dritte Album, das Vitamia-Album. Dieses im Digipack, spannenderweise. So, aber jetzt. So, dann hätten wir mal alles aus den Folien befreit. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich, mit dem Hauptalbum in diesem Fall, Chase, so machen wir das hier. Cover kennen wir bereits von der Box, so sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir 14 Tracks an der Zahl, wir haben Features von Carlo, Azad, nochmals Carlo, Animus, Motrip, Gosby,
Raf Camora, Olexesh, Thun und PA Sports. Ich muss sagen, meine Favoriten sind Track Nummer 4, Loyalität mit Azad und Carlo, Track Nummer 6, Fundament und Track Nummer 11, Bonlieu mit Olexesh und Thun. Die haben mir am besten gefallen, die sind hängen geblieben bei mir. Dann haben wir einen Barcode und die Credits. Und hier auf der Rückseite lesen wir ebenfalls SMWDH. So machen wir das hier. So, dann haben wir hier natürlich zuerst mal das Booklet. Schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, also dieses schwarz-orange, diese abblätternde Optik zieht sich auch durch das Booklet durch, durch das gesamte Artwork. Wir haben hier 7 Tracks aufgelistet, inklusive der Informationen darüber, wer daran beteiligt war. Und eine Aufnahme in Schwarz-Weiß von Jace. Ein interessantes Motiv. Also hier der Interpret, der hier mehr oder weniger ein Gewehr, eine Waffe formt, mit der er auf uns zielt. Weitere Tracks an der Seite hier zu lesen. Und dann haben wir hier die Aufnahme, die wir auch schon vom Cover kennen, also Chase mit ausgebreiteten Armen. Und hier noch die Infos, wer daran beteiligt war, Artwork, Fotos etc. So sieht es aus. BM. Gut, dann kommen wir, nachdem wir das Booklet erledigt haben, zur CD an sich. So machen wir das hier. Chase, Boss Music, Chase lesen wir hier. So sieht das Ganze aus. Schwarz-Orange, auch wieder hier diese abblätternde Optik. Und die CD ebenfalls in diesem Schwarz-Orange gehalten. Gefällt mir. Dann haben wir Bonusalbum Nummer 1, Verstehste. Und hier lesen wir noch, über 17, under 17, ich dachte schon, das ist Deutsch, nein, Englisch steht hier, under 17 requires accompanying parent or adult guardian, boss members only. Okay, also quasi der Verbraucherhinweis, dass unter 17-Jährige das nur in Aufsicht der Eltern oder des Erziehungsberechtigten anhören dürfen. Und wir sehen hier Chase mit 2 zu Pistolen geformten Händen. Und ansonsten, ja, auch hier dieses schwarz-orange, orangener Pullover. Bevor wir es aufmachen, schauen wir nochmal die Tracks an, 13 Stück an der Zahl. Wir haben Features von Samson Jones, Animus, Manuelsen, Solo und Thun, Xavier Naidoo, PA Sports, nochmals Thun, Azad, Bonussong 2010, Bonussong, alles klar. Gut, ich muss ehrlich sagen, in das Album habe ich noch nicht reingehört, daher kann ich zu den Tracks jetzt nichts sagen. Hinten lesen wir noch Chase, Verstehste, auch wieder in Grau und Orange. Hier haben wir kein richtiges Booklet, sondern so einen Einleger, zweiseitig. Also, wir haben hier die Tracks aufgelistet, inklusive wieder der Infos, wer daran beteiligt war. BM in Schwarz und Orange und hier das Gesicht oder der Oberkörper von Chase zu sehen. Chase, das war immer sein Logo, die Pistole und hier die Infos, wer sich für die Beats verantwortlich zeigt. Dann haben wir die CD, die da auf dem Kopf steht. Drehen wir sie mal. So, BM, Verstehste, auch hier wieder dieser Verbraucherhinweis. Hinten glänzend glatt schwarz. Und dann kommen wir zum dritten Album, zum zweiten Bonusalbum, Vita Mia. Auch hier wieder diese schwarz-orange Optik. Und wir haben hier grün, weiß, rot, also die Farben Italiens. Denn Chase ja Italiener. Und daher das Album Vita Mia komplett auf Italienisch. Das sehen wir auch schon bei den Track-Titeln. Wir haben Features von Claudia, Tony, Enzi, Giovanni Costello, Dope One, nochmals Claudia und Vacca oder Vaccia, muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß nicht, wie man den Herrn ausspricht oder die Dame. Das sind die Tracks. Und dann haben wir hier unten wieder Credits und einen Barcode.
in das Album eben so noch nicht reingehört, muss ich noch machen. Ja, ich bin jetzt nicht der große Italienisch-Kenner, bis auf ein paar Worte, viel mehr Vokabular beherrsche ich nicht. Allerdings muss ich sagen, dass mir Italienisch von der Sprache oder vom Klang her immer schon sehr gut gefallen hat, weil die Sprache sehr melodisch ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was italienischer Rap so zu bieten hat. Wir haben hier wieder so ein Mini-Booklet, 2 Seiten. Hier einfach die Infos, wer daran beteiligt war, wer den Beat produziert hat. Und hier nochmals Chase mit 2 Pistolen. Und hier dann noch die Infos über Fotos und Artwork. Gut, das Album ebenfalls nicht in einer Papphülle, was mich sehr freut. Also wir haben 2 Bonusalben und meistens hat man die dann in einer Papphülle oder ja irgendwie minderwertig. Allerdings in dieser Box muss ich ehrlich sagen, Respekt, denn wir haben das Album an sich in einem regulären Jewel Case, genauso wie auch das Album Verstehste, also 2 Jewel Cases und das 3. Vitamir Bonusalbum ist in einem Digipack. Sehr schön. Dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Einmal diesen Sticker, Hochformat, so machen wir das hier, BM Boss Music. Auch hier wieder in schwarz-orange. Dann einen BM-Sticker, ebenfalls im Hochformat. Und dann haben wir einen Sticker im Querformat, und zwar Chase-Schriftzug inklusive der Pistole. Bevor wir zum T-Shirt kommen, schauen wir uns noch das Poster an. Dieses doppelseitig bedruckt, ist nur die Frage. Ich möchte es nicht so schnell auseinanderreißen, denn ich habe Befürchtungen, dass das hier... dass hier leider zusammengeklebt ist. Also es dürfte zusammengelegt worden sein, das Poster, als es noch nicht ganz getrocknet war, die Farbe. Wir haben hier im Querformat das Logo, Boss Music, so machen wir das hier. Haben wir bereits mehrmals gesehen heute, unter anderem auf dem Sticker. Leider hier natürlich etwas in Mitleidenschaft gezogen durch diese Klebereste. Und dann haben wir auf der Rückseite nochmals im Querformat, also das Format ist beidemals im Querformat, und hier haben wir Chase wieder mit ausgebreiteten Armen und diesen Tattoos. Gefällt mir, also wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall diese hier bevorzugen, weil mir Chase hier auf jeden Fall besser gefällt als das Boss Music Logo. Jetzt hätte ich zum 2. Mal fast die Kamera weggeschlagen. Okay. Gerade noch gerettet. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. So sieht das Ganze aus. Ein T-Shirt in schwarz mit orangenem Aufdruck. So machen wir das hier. Boss Music Chase lesen wir hier. Das Ganze scheinbar Merchandise. Also Boss Music in der Größe L. Neckprint haben wir keinen. Allerdings haben wir hier an der linken Seite, am linken Ärmel, einen Aufdruck, und zwar den Chase Logo Aufdruck mit Pistole, rechts nicht. Und ich würde jetzt noch, einmal hier schauen, und zwar haben wir hier einmal Boss Music das Logo, und dann schauen wir noch, ob wir einen Zettel finden, der uns Aufschluss darüber gibt, jawohl, was wir hier für ein Material haben. Gut, also wir haben hier 100, das ist leider schwer zu lesen, weil der Knick genau hier ist. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist... steht jetzt hier gar nicht. Ja, müssen wir uns damit zufrieden geben. Merchtags Import und Logistics GmbH in Oberfrohna, Germany. Gut. Grüße gehen raus. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier im Bauch bzw. Brustbereich diesen Logo-Aufdruck, diesen mehr oder weniger Stempelaufdruck. So machen wir das hier, Chase Boss Music, BM in der Mitte groß. Dann haben wir auf dem linken Ärmel das Chase Logo, den Schriftzug mit der Pistole, und unten dann noch den Aufnäher Boss Music. Das Ganze
Muss ich ehrlich sagen, sehr gelungen. Also schwarz-orange, schöne Farbkombination, kann man gut tragen und eventuell auch die entsprechende Kappe von der damaligen Azad Next Level Box dazu kombinieren, da diese auch so einen orangenen Schirm hatte. T-Shirt auf jeden Fall schön, gefällt mir gut, werde ich definitiv mal anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das doppelseitige Poster zweimal Querformat, die drei Sticker, Chase Logo Sticker, Boss Music Sticker und den So machen wir das hier Logo Sticker. Das Bonusalbum Vita Mia, das Bonusalbum Verstehste und das Album So machen wir das hier. Also wenn ich mich jetzt nicht verzähle, sind das 44 Tracks, 15 plus 13 plus 16, 28, 16, 44, ja, 44 Tracks plus das, was ihr hier noch seht, also eine Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box. So machen wir das hier von Chase. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chase unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.